Aber es geht doch mehr, die Ursache an der Wurzel zu bekämpfen, zumindest an der Grenze zu bekämpfen und am besten an der Wurzel, nämlich aus der Region, wo die Leute herkommen, Krisenherde und diverse Fluchtgründe zu bekämpfen, Nummer eins. Und zweitens Asylzentren zu schaffen in der Nähe dieser Krisenherde oder Kriegsszenarien, damit die Leute so schnell wie möglich zurückkehren können. Und das finanziert am besten von den europäischen Staaten. Kommt auf jeden Fall billiger, als wenn man sie hier hat und auf Dauer eine Situation hat, die keinem gefällt. Da möchte ich noch sagen, das ist ja auch viel menschlicher. Das ist ja viel humanistischer in Wirklichkeit. Ja? Also es ist nicht nur kostengünstiger. Es ist keine Entwurzelung mehr. Ja, definitiv. Bitte links und rechts. Nein, aber das ist eine spannende Sache. Oder links und rechts. Links und rechts ist grundvernünftig. Dort, wo es nicht mehr vernünftig ist, wenn man mit irgendwelchen Stacheldrahtsprüchen daherkommt. Und das macht halt leider manche Leute in der FPÖ. Und das ist halt meine Kritik auch in der FPÖ. Ich habe die FPÖ noch nie dafür kritisiert, dass sie die richtigen Fragen stellt, aber immer dafür, dass sie die falschen Antworten gibt. Und die richtige Frage ist, warum helfen wir den Menschen nicht möglichst nah an ihrer Heimat?